New Weimar. Das neue Weimar am Pazifik hat man in den 40er Jahren Los Angeles genannt. Nirgendwo lebten damals so viele berühmte deutsche Schriftsteller wie hier, unter Palmen im Exil. Einer von ihnen war Leon Feuchtwanger aus München. Ich selber bin von Natur geneigt zur Kontemplation. Ich liebe keine Abenteuer, ich hasse sie. Aber ich bin durch sehr viele Erlebnisse durchgegangen, durch frohe und durch bittere. Und zum Schluss ergab sich, dass gerade die Bittern mir zum Segen ausschlugen. Ohne sie hätte ich nicht schreiben können, was ich schreiben musste. Dank seines internationalen Erfolges konnte Feuchtwanger sich ein Exil erster Klasse leisten, wie ein armer Emigrant nach einem Besuch der Villa Aurora bemerkte, der Dichterresidenz über der Bucht von Santa Monica. Die bayerische Hauptstadt war, als Leon Feuchtwanger hier aufwuchs, noch der farbige Vorort eines luftigen Bauernlandes von malerischer Rückständigkeit. Man lebte vom Bierbrauen, vom Kunstgewerbe und vom Fremdenverkehr. So heißt es in Feuchtwangers München-Roman Erfolg. Im Übrigen lebte die Stadt sich selbst. Ein lautes, ungeniertes Leben im Fleisch und im Gemüt. Sie war zufrieden mit sich. Ihr Wahlspruch war: Bauen, Braun, Sauen. Aus solchen Worten spricht der Grimm herber Enttäuschung. Denn Feuchtwanger hat seine Stadt geliebt. Seine Kindheit verbrachte er am Sankt-Anna-Platz im Stadtteil Lehel. Der Vater, wohlhabender Besitzer einer Margarinefabrik, stammte aus einer alten fränkisch-jüdischen Familie. Obwohl liberal, bestand er auf der Einhaltung der orthodoxen Regeln. Das Klima im Hause hat Leon, ältestes von 9 Kindern, als frostig erlebt. Den Geschwistern gegenüber war er der strebsame, hochmütige Außenseiter. Im Hof, wo damals die Kinder »Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann« spielten, entspannt sich heute bisweilen die Schriftstellerin Eva Demski. Sie hat sich im stillen Hinterhaus einquartiert. Ich habe so das Gefühl, die Tatsache, dass es ausgerechnet Feuchtwanger war und eben auch ausgerechnet das Hinterhaus, was ich ja ganz schön finde, so ein bisschen was von einem guten Geist im Vorderhaus hat. Also so ein guter, einer, der so ein Auge auf einen hat, weil er vielleicht mit den gleichen Dingen zu kämpfen hatte zu seiner Zeit, mit denen jemand wie ich zu dieser Zeit auch ein bisschen zu kämpfen hat, nämlich diese Einteilung von Literatur und E- und U-Musik. Und ihm hat man ja nun seine unzweifelhafte Popularität gelegentlich auch vorgeworfen und angekreidet und hat mäkelig drauf reagiert. Und deswegen mag ich ihn so sehr. Und da jeder Schriftsteller als Quelle seine Kindheit nutzt und er seine Kindheit hier verbracht hat, hat es sozusagen eine doppelte Beziehung eigentlich. Dem rigiden Geist der Orthodoxie entfremdet sich der Heranwachsende früh. Schon von meinem 10. Lebensjahr taucht mir Zweifel auf, ob es Sinn habe, jene Riten zu befolgen, die das Leben so ungeheuer erschwerten und mich zum Gespött meiner Mitschüler machten. Die strenge Einhaltung der Speise- und Sabbatgesetze, die vielen langen, täglich zu verrichtenden Gebete, der sehr häufige Synagogenbesuch, die zahllosen umständlichen Gebräuche, spannten das Leben in einen verzweifelt engen Rahmen. Die strenggläubigen Münchner Juden lehnten das reformierte Gebetbuch ab, duldeten weder Orgel noch gemischten Chor. Sie nannten ihre Gemeinde Jakobs Zelt. Ihre Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße wurde während des Novemberpogroms 1938 zerstört.
Er hat sich schon als junger Mann von der Orthodoxie gelöst, hat andererseits aber aus dieser Zeit eine zeitlebens sehr große Verbundenheit zu dem literarischen Hintergrund gehabt und sagte auch in Bezug auf den historischen Roman immer wieder, dass er sehr stolz ist, aus der Tradition zu kommen, die das Volk des Buches ist, die er sah, hat häufig etwas ketzerisch die Bibel als einen grandiosen historischen Roman bezeichnet. Er hat natürlich auch nicht aus Zufall für seine Doktorarbeit den Rabbi von Bacharach von Heinrich Heine gewählt, nicht nur weil das Heines Versuch eines historischen Romans über ein jüdisches Thema war, sondern auch weil Heine an sich als ein Dichter ebenfalls jüdischer Herkunft, aber nicht gewillt in der Orthodoxie zu leben, sondern eben jemand, der versucht hat, ein modernes, assimiliertes Leben zu führen, ihn fasziniert hat. Der Schüler des humanistischen Wilhelm-Gymnasiums fällt auf durch seine Sprachbegabung, seinen Fleiß, aber auch seine Skepsis. Es war eine pedantische, nüchterne Ausbildung, ohne Zusammenhang mit dem realen Leben, ohne Sport, konservativ, patriotisch. Man lernte Mathematik und Verslehre nach der gleichen Methode. Doch Methodik und Fleiß sollten ihm zur Bewältigung riesiger Stoffmengen zeitlebens zugutekommen. Mit Beginn des Studiums verlässt er fluchtartig Elternhaus und Milieu. Er lehnt den väterlichen Wechsel ab, erteilt Privatstunden. Als ihm nach der Promotion eine akademische Laufbahn nahegelegt wird, verzichtet er. Er müsste sich taufen lassen, das verbietet sein Stolz. Aus dem Lehl nach Schwabing. Im Café Stephanie, vulgo Café Größenwahn, traf sich vor dem Ersten Weltkrieg die Schwabinger Bohème. Auch der angehende Stückeschreiber und Kritiker gehörte dazu. Als intellektueller Mittelpunkt der Münchner Moderne galt lange Zeit Frank Wedekinds Stammtisch in der Torgelstube am Platzl. Feuchtwanger bewunderte den eleganten Zyniker. Seine literarischen Anfänge, Experimente, Plagiate, oft an der Grenze zum Kitsch, bekunden dies weniger als die frechen, oft bösartigen Rezensionen. Oberammergau ist eines der reizlosesten Dörfer des bayerischen Hochlands. Die Bewohner sind stumpf und schläfrig, hinterhältig und profitgierig, geneigt zum Raufen, Wildern und Trinken. Schauspielerisches Talent haben sie kein Quäntchen. Armselig sind die Gesten dieses Jesus und seiner Jünger. Fürchterlich werden sie, wenn sie den Mund auftun. Ach, wenn sie doch ihr geliebtes Oberbayerisch sprechen. Der Ruf Münchens als Kunststadt diente um 1900 bereits nur noch der Touristenwerbung. Umso attraktiver wirkten die Künstler- und Faschingsfeste. Auf einem Hausball begegnet der diskrete Schwerenöter Feuchtwanger der bildschönen Freundin einer seiner Schwestern. Ich war mit seiner Schwester befreundet und es war sehr komisch. Ich habe ihn gar nicht gekannt, denn er hatte mit seiner Familie gebrochen, weil er ein Bohemien war und hat in einem Dachzimmer gewohnt, wo es nicht einmal Wasser gab. Er musste nebenan zum Hoflakai gehen, um sich das Wasser zu holen. Der wohnte am gleichen Stockwerk. Und dann hat eine Schwester einen Hausball gegeben und hat zu ihm gesagt, er soll doch auch kommen, es käme ein nettes Mädel. Und da hat er erst gedacht, dieses Lämmerhüpfen, das ist doch lächerlich, nicht? Er ist gewohnt, mit Schauspielerinnen zu verkehren. Und da ist er dann doch hingekommen. Und als er mich reinkommen sah, hat er sich vorgestellt und hat gesagt, ich habe das schon lange gekannt, aber nicht leiden können. Und dann aber hat er sich offenbar geändert, oder seine Meinung über mich. Und dann hat er ein Gedicht geschrieben, etwas Ironisches über mich. Das wurde in der Jugend veröffentlicht. Und da bekam er Geld und da hat er mir davon Veilchen gekauft zu meinem Geburtstag. Und das war im Januar. Also das war ein großes Opfer, denn die Veilchen waren damals sehr teuer im Januar. Und dann so hat sich allmählich eine Freundschaft und noch mehr herausgebildet. Martha Löffler, Tochter eines bayerisch-jüdischen Kaufmanns, war fast ein halbes Jahrhundert die Frau an der Seite des Schriftstellers. Ihre Kochkünste werden von den Freunden ebenso gerühmt wie ihre Schönheit. Die Indianerin hat Thomas Mann die sonnengebräunte, sportlich-mondäne Frau genannt, die ihren Leon auf Händen trug. Als die beiden 1912 heiraten, sind sie bereits unterwegs in den Süden. Eine abenteuerliche Reise ohne bestimmtes Ziel, die schließlich über 2 Jahre dauern sollte. Vagabundenjahre. Ich arbeitete wenig in dieser Zeit.
Meine Hauptbeschäftigung war, den ungeheuren Wust, den ich gelernt hatte, zu vergessen. Befreit von allem Zwang, ohne Besitz und Verantwortung, ziehen sie oft zu Fuß durch Italien. In Tunis werden sie vom Ausbruch des Krieges überrascht. Feuchtwanger kommt als feindlicher Ausländer ins Gefängnis. Dank Marthas List gelingt die lebensgefährliche Flucht auf ein italienisches Schiff. Die labile Gesundheit des Pazifisten Feuchtwanger ist dem Drill auf dem Münchner Kasernenhof nicht gewachsen. Nach einem Zusammenbruch wird er entlassen. Er kehrt zurück an den Schreibtisch. Er wird, anders als vor dem Krieg, ungemein produktiv. 9 Bühnenwerke entstehen in jenen Jahren. Konventionelle, solide Stücke, die anhand menschlicher Schicksale die Zeitereignisse erklären wollen. In Berlin, München, Hamburg werden sie gespielt. Manchmal, wie Jud Süß, auch verboten. Bei Kriegsende ist Feuchtwanger ein namhafter Bühnenautor. Die Turbulenzen der Rätezeit beobachtet er mit der Distanz des Stoikers. Politische Schriftstellerei in einem aktuellen Sinne habe ich niemals betrieben. Ich habe viele von den Führern der Revolution in Bayern, auch einige Führer der Reaktion, sehr in der Nähe gesehen und fand, dass der Handelnde niemals Gewissen hat, sondern nur der Betrachtende. In jenen Jahren ist die Schwabinger Wohnung der Feuchtwangers Treffpunkt von Freunden wie Heinrich Mann, Bruno Frank oder Otto Falkenberg. Im März 1919, als die Räterepublik ihrem blutigen Ende entgegengeht, kommt ein Medizinstudent aus Augsburg ins Haus. Ein dürrer, leicht verwahrloster Mensch mit einem Manuskript in der Tasche. Das Stück sei nichts Besonderes, sagt er, aber er brauche Geld. Er heißt Bertolt Brecht. Das hat den Bertolt Brecht schon gereizt, dass der Feuchtwanger, der Anerkannte, der Etablierte, ihm helfen konnte. Das hat Feuchtwanger auch gern getan. Feuchtwanger hat das Talent Brecht sehr rasch erkannt. Und Brecht, dem Brecht stand die Figur dieses temperamentvollen, liberalen Intellektuellen schon nahe. Feuchtwanger hat ja in seinem Roman Erfolg ein Porträt Brechts geschildert. Sehr interessant, sehr aufregend. Es ist der Architekt Kaspar Pröckl, für den Brecht, ob er es wollte oder nicht, Modell gestanden hat. Sein eckiger, bösartiger Humor war nicht gerade das Rechte für Frauen. Es war ein sicherer Geruch von Revolution um ihn. Offenbar machte er es mit seinen hundsordinären Balladen. Zu jener Zeit ist die Bayerische Staatsbibliothek Feuchtwangers Revier. Die ersten der historischen Romane entstehen hier. Jud Süß aus dem Stoff des Theaterstücks und Die hässliche Herzogin. Diese Bücher begründen seinen Weltruhm, der ihn künftig gegen literarische Kritik immun macht. Man kann ja füglich darüber diskutieren, ob das wirklich gut für einen Schriftsteller ist, so großen Erfolg zu haben, wie Feuchtwanger ihn gehabt hat. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen so ein Göttergeschenk mit Biss rückwärts. Also es kann halt nun in der Tat auch so sein, dass er sich bestärkt fühlte in einer narrativen Haltung durch den Publikumserfolg, der nun, leider Gottes, ein bisschen auch daran lag, dass die Sachen doch relativ plakativ dargestellt worden sind. Das heißt, in der einen Sache, wenn Sie sich die Figuren anschauen, von der Jüdin Toledo bis, was der Teufel sie nennen ist, werden Sie sehen, dass diese Figuren einmal auf ihren Weg, auf ihre Bahn gesetzt, haben die unglaublich wenig Möglichkeiten, sich zu verändern. Ja, sie bleiben einfach das, was sie am Anfang an sind. Das ist so ein bisschen, ich hole diese aus dem Spielzeugkasten raus und setze sie hin und je nachdem, wie ich das Schicksal würfle, dürfen sie 3 Felder, 7 Felder, 9 Felder.